Hertha gegen den BVB. Ich bin als Spieler immer gerne nach Berlin gefahren, denn gegen keine andere Mannschaft habe ich mehr Tore erzielt als gegen die Hertha. In der Saison 2008-2009 traf ich per Kopf und brachte den BVB somit auf die Siegerstraße. In einer Spielzeit, in der Jürgen Klopp seine Premierensaison auf der BVB-Bank feiert, die Hertha und Lucien Favre als Tabellenführer am 26. Spieltag von der Meisterschaft träumen, lässt Alex Frei nach 25 Minuten die schwarz-gelben Herzen höher schlagen. Der Schweizer, trocken und eiskalt mit seinem 10. Saisontor zum 1:0. Anschließend wird die Hertha besser. Kurz vor der Pause wackelt das Gebälk, kurz nach der Pause dann das Tornetz. Raphael gleicht nach 54 Minuten für die Berliner aus. Und der BVB? Der zeigt sich unbeeindruckt und geht rund 10 Minuten später durch Sebastian Kehl erneut in Führung. Sein zweites Saisontor, das erste erzielte er beim 1:1 im Hinspiel. Der BVB weiter im Vorwärtsgang. Nuri Sahins Schuss wird zur Herausforderung für Jaroslav Drobný. Den Abpraller nutzt Nelson Valdez und macht den 3:1 Auswärtssieg perfekt.